Blitz, Blitz, Blitz. Sind die Snipertürme, oder? Worauf schießt ihr? Ah ne, das ist eine Lichtquelle an den Item-Kollektoren. Interessant. Na, hier ist nichts mehr. Komme ich zu spät. Licht geht wieder an. Gut. Ich denke, ich... Hallo Königin. Du kannst schön da bleiben. Ich gehe hier mal was töten. Jo, jo. Und bitte nicht sterben jetzt schon wieder. Warum C? Gott. Ja. Gott. Oh. Aber zwei Spawner sind weg. Das heißt, die Basis ist schon mal unschädlich gemacht und nervt hier nicht mehr rum. Ich geh rein. Strom sollte sich hier wieder gefangen haben, ne? Ja, so halb. Aber Solarzellen fangen gleich an. Und mach bitte mal dich dahin. Das ist da weg. Die Mauer da weg. So. Und da, wo ich gerade neues Land geschaffen habe, hier, kommen dann auch noch die Dinger hin? Ich denke schon. Warum haben wir hier zwei? Genau. Du kannst inzwischen auch weg. Die langen Stromdinger brauchen wir nicht mehr. So, habe ich jetzt schon Primary Solar Panels bekommen? Ja, ein. Okay. Ich verbrauche trotzdem noch die Secondaries, weil wir ja gesehen haben, ne? Reicht auch nicht so tagsüber immer. So, da würde ich noch ganz gerne kurz rein die hier setzen. Oh. Verklickt. So. Achso, Licht war da drauf. Das war ja mal das obere Ende. Okay. So, so. Das Licht da auch noch weg. Die Lichter da auch noch weg. So, Britzel, 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 Britzel. Ja, kommen bei weitem nicht hinterher, die Akkus aufzufüllen, die Solarpanels. Die ganzen, ganzen Solarpanels nicht. Komisch. Also ja, es ist nur MK2 und nicht MK5 oder was es da gibt. Nur die Masse sollte das eigentlich so ein bisschen rausreißen. Oben noch ein Angriff. Ja gut, nächste Basis, die ich auf dem Giga habe. Strom. Eigentlich hätte ich ganz gerne... Also zum einen ein Drittel unserer Strom... Naja, okay, ein Viertel. Ein Viertel unserer Stromeinkünfte kommen aus Solarenergie. Momentan tagsüber. Das heißt, über den ganzen Tag verteilt ein Achtel. Ist jetzt nicht so super viel, aber wenigstens etwas. So, da unten ist ein Angriff. Da ist nur noch ein Spawner. Da ist kein Spawner mehr. Jetzt köder ich wieder einen King hier hin, was wieder Strom kostet. Aber wenigstens ist es nur einer. Wir kriegen nicht andauernd kleinen Krambesuch von da oben. Sollte sich rentieren. So, mach kaputt. So. Jetzt haben wir schon 15:30. Ich laufe erstmal jetzt kurz zu den Produktivitätsmodulen. Boah, Strom. Ich setze erstmal mehr Solarpanels. Dann laufe ich zu den Produktivitätsmodulen, um zu gucken, ob die inzwischen fertig sind. Und dann wollte ich gerade sagen, dann sollte ich die bei den Science Packs reinschmeißen. Aber nee, sollte ich nicht. Dafür brauche ich ja noch mehr Strom. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen mich fangen. Wir haben jetzt sehr viele alten Maschinen wieder angeschmissen, die wir uns vor kurzem noch nicht leisten können. Und wir haben neue gebaut. Ich muss erst wieder die Akkus voll bekommen. Bevor die Akkus nicht wieder regelmäßig voll sind, kommt keine neue Maschine ins Haus. Und ich schalte mal vielleicht ein paar Sachen wieder ab. Wovon haben wir viel? Wir haben viele grüne Chips. Kappen. Kappen. So, was haben wir noch? Wir haben viel Kupfer und
Eisen. Kupfer weg, Eisen weg, Eisen weg. Ein Kupfer arbeitet weiter, ein Eisen arbeitet weiter. Stahl haben wir nur 1000, kann weiterlaufen. Wir haben viel Draht. Die Kisten sind durchgehend voll, oder? Ja, das ist okay. Also ja, wir haben eine hohe Anzeige in dem Logistic Storage System Ding unten rechts. Aber viel davon ist auch permanent gelagert, also ist okay. Plastik haben wir viel, das ist gut. Wir haben viel zu viele von den Brickmauern. Aber da dürfte auch nichts mehr nachproduziert werden, weil die Kiste, die ich anscheinend nicht beschränkt habe, jetzt voll ist. Steinzahnräder. Wir haben komische kleine Krisseldinger. 1600. Hatten wir nicht extra eine Kiste für komische kleine Krisseldinger? Ja, du. Achso, du bist wieder falsch rum. Genau, und arbeite mal nicht schnell, bitte. Das brauchst du gar nicht. Gut, also ein paar Sachen abgestellt. Strom, nicht wirklich besser. Blaue Chips? Auch nicht wirklich. Rote Chips? Haben wir auch 800. Das hält sich alles einigermaßen. Aber wir können ja mal eine der roten Fabriken ausschalten. Mal sogar zwei. Dann dürfte es jetzt stetig weniger werden, aber das ist okay. So, wo wird gerade noch viel gearbeitet? Hier bei den Produktivitätsmodulen, die ich beschränkt habe. Ja, gut. Okay. Das heißt, du gehst gleich bis 50 hoch. Und sobald du bei 50 angekommen bist, ist erstmal Schicht im Schacht. Wir haben 270 Alien-Artefakte dabei. Krass. Oh, noch ein wichtiger Faktor. Die Forschung. Also einmal... Okay, die Forschungsdinger selber verbrauchen fast gar nichts. Aber die Herstellung der Science Packs verbraucht Strom. Das heißt, ich mache erstmal eine kleine Pause mit der Forschung. So. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Haben wir irgendwo einen Angriff? Da oben. Ich bin echt sowas von versucht, die Kohlekolonie hier zu kappen und hier zuzumachen. Ja, von oben haben wir immer wieder Angriffe. Das da oben muss weg. Die Reste. Dafür brauche ich jetzt ein bisschen Munition. Teure, teure Munition. Aber es geht nicht anders. Wo kommst du denn her? Kommst gar nicht von hier. Kommst von hier hinten irgendwo. Von da ganz hinten. Okay, machen wir erstmal hier die Reste weg. Und das Ding ist super. Also wenn man das mal mit früher vergleicht... Ist das echt super. Aber gegen Könige und Königinnen hilft es nicht so wirklich. So, hier sehe ich sehr, sehr viele rote Punkte. Aber da kommen sie her. Genau, lauft mal schön an mir vorbei. Obwohl, den Kleinkram kann ich wegbursten. So. Hier war noch so eine alte Basis. Haben wir auch schon alles zerstört. Alle Science-Dinger am Einsammeln. Das da. Das da könnte das Problem sein. Die Basis, obwohl die scheinen eigentlich eher alle von da zu kommen. Alle weg mit euch. Okay, Spawner ist weg. Laufen, 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 laufen. Nicht fangen lassen. Oh Gott, verdammt! Da ist noch so ein Riesennest. Also richtig, richtig viele Spawner. Okay. So, genug Munition verballert. Wir haben noch ein Magazin. Lauf nach Hause. Hoff das Beste. Krass. Okay. Also der Aufbau der Basen verändert sich wohl auch mit der... Oh, gib mal kurz die. Ey, Alien-Artefakte. Also der Aufbau der Basen scheint sich auch zu verändern mit der Zeit. Es werden halt immer kompaktere Spawner-Anlagen. Mach kaputt. So, welche Lasertürme kann ich inzwischen bauen? Ich muss nicht mal gucken. Bau mal einen davon. Dann hätte ich dafür gerne... Oh Gott. Wir brauchen Chunks auf Sapphire. Okay, die Maschinen müssen jetzt alle
Jab, aufhören zu arbeiten. Du weg. Was stellst du hier? Du nimmst machst daraus Crushed. Du nimmst Crushed und machst daraus Chunks. Doch, ihr dürft weiterarbeiten. Ihr arbeitet eh nur, wenn wir Mining-Dinger aufstellen. Das kommt nicht von den Leichen. Von den Leichen kommt das Zeug hier, das schon gar nicht mehr arbeitet. Okay. Chunks of Sapphire. Damit können wir jetzt einen Silver Sapphire Turm bauen. Wir können keinen besseren bauen, weil wir keine Polished Saphire haben. Zumindest nicht so viele. Das lässt sich ändern, verbraucht aber tierisch viel Strom. Nee, kein Strom verbrauchen. Erstmal will ich hier, ne? Dass sich das einigermaßen fängt. Da sind noch recht viele Secondary Panels. Können wir hier nochmal eine Reihe aufbauen. Du weg. Achso, und hier ist auch zufälligerweise unsere alte Anlage. Also die alte Anlage mit... Die alte Anlage mit den... Akkus. So. Geht das auf? So halb geht das auf. Gott. Weg. Weg. Her damit. Düdüt. Komm, das letzte Tageslicht noch ausnutzen. Oh. Ja, das sind jetzt die Reste von meinem Rumgealbere, ne? Nicht gut. So, habe ich noch Akkus? Nein. Ich werde auch nicht mehr beliefert. Ändere das mal bitte. Wechsel auf Akkus. So. Aber sie füllen sie. Wir sind bei 5 Gigajoule schon. Das wird die Nacht überhalten. Okay, gib mir Zeug. Was sagen unsere Ressourcen? Da habe ich ja doch recht viel abgeknipst. Nicht raufdrücken. So, wir haben noch genug Kupferplatten, wir haben noch genug Eisenplatten, wir haben noch Stahl, wir haben noch grüne Chips, rote Chips sind arg runtergegangen, blaue Chips sehe ich gar nicht. Science Packs sehen gut aus. Ja, soweit okay. So können wir weiterarbeiten. Britzel. Mehr als genug Kupfer. So. 5,1. Die Boiler. Ja, mit den Boilern bin ich immer noch nicht zufrieden. Also die dritte Anlage, die wir jetzt gebaut haben und mehrfach modifiziert haben, sieht ja schon ganz gut aus. Ja, doch. Auch jetzt im Ernstfall scheint die durchgehend zu arbeiten. Es kommt nur nicht genug Wasser an. Weil hier halt kein Druck mehr ist. Das heißt, hier müsste theoretisch... Obwohl, du arbeitest mit maximaler Performance. Du brauchst gar nicht so viel Wasser, kann das sein? Ja, okay, dann will ich da auch keine Pumpen hinbauen. Weil Pumpen, ne? Ausfallgefahr und so. Nicht so gut. Was ich auch gerne testen würde, wäre oben. Und deshalb brauchst du Licht. Muss dramatisch aussehen, du bist wichtig. So und so. Nee, da nicht. So, du siehst wichtig aus und toll und überhaupt. Gib mir jetzt das da. Mach mal so. Entschuldigung. So, das wird jetzt kurz ein bisschen chaotisch sein, weil jetzt das kalte Wasser hier reingepumpt wird und dann das Ganze sich dann unten durcharbeitet. Aber ich werde es mir dann nachher nochmal angucken, in der Hoffnung, dass es auch so läuft, komplett ohne Pumpen, damit im Stromausfall das alles auch noch läuft. Was bei einem Stromausfall wegfällt allerdings, ist die Ärmchen. Das heißt, es brennt nur nochmal durch die 8 davon. Aber ich hoffe einfach mal, dass das Stromnetz so lange hält. Alternativ könnte ich jetzt diesen Shift-Trick machen. Ich glaube, das mache ich mal. Gib mir bitte mal... Ich habe es schon lange nicht mehr im Inventar gehabt. Gib mir mal Kupferkabel, selbst hergestellt. So, dann drücke ich... So, ihr wart jetzt falsch aufgebaut, ne? Ja, wart ihr. Dann mache ich dich jetzt mal weg. Setz dich richtig hin. Dann bist du jetzt richtig verbunden. Aber ich mach dich weg. Shift-Klick auf dich. Dann nehme ich ein Kupferdraht auf dich und mach dich dahin.
und auf dich und mach dich. Was? Was? Warum geht das nicht? Mist. Kuh? Mach erstmal das Rohr da wieder rein. So. Dich kann ich da irgendwie nicht verbinden. Vielleicht über so ein Zwischending? Ja, jetzt seid ihr verbunden. Okay, da ist schon mal keine Verbindung. Dann tun wir das Draht hier irgendwo hin, wo ich auch rankomme. Und da nach da. Und da nach da. Ja, das geht alles. Also er kann wohl einfach nicht so weit. So, ja. Er kann es nicht so weit verbinden einfach. Und dich nach... Du stehst noch falsch rum, ne? Ja. Weg, weg, weg. So wäre richtig. Richtig? So. Also die sind jetzt über den hier nach unten verbunden. Shift. Ah, das ist schick. Da kann ich richtig gut feintunen, was ich mit wem verbunden haben möchte. Achso, dich verbinde ich mit dem. Dich mit dem. Shift. Dich mit... Obwohl die Energie, die da von denen produziert wird, muss mit nach da unten. Das heißt, die müssen alle verbunden sein. Was? Warum gehst du jetzt wieder nicht? Achso, weil du schon verbunden warst. Okay, das heißt, hier darf einfach keine Verbindung sein. Also, dich noch kappen. Ich hab's bald, keine Sorge. Du weg. So, du bist schon verbunden. Das ist nur ein kleiner Leck da in der Anzeige, das ist okay. Und dich verbinden mit dem, dann müsste es okay sein. Nein, noch nicht okay. Du weg, du weg. Du dahin, du daran, dich mit dem verbinden. So. Oh, oh, oh. Oh, dich verbinden mit dem. Macht er nicht. Okay, kurzfristige Lösung. Zack. Jetzt hängt aber alles an dem einen Ding. Hä? Achso. Also ja, das hier alles wird jetzt von dem einen Boiler befördert. Alles, was an Strom generiert wird, schnappen die sich und bringen ins Hauptnetz. Also wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, sollte es so verbunden sein. Dass alles, was zur Generation hier gehört, einen eigenen Kreislauf hat und alles, was Stromgewinnung ist, wird ins Hauptsystem übergeladen. Ja, also das mit einem Kupferkabel von Hand verkabeln ist zwar ein bisschen buggy, weil die Anzeige nicht schnell genug updatet, aber es ist trotzdem irre praktisch für genau solche Aufgaben.